Schrifttexterklärung, Fortsetzung von dem Kapitel 10. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1,11. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Johannes 19,22. Am 8. Januar 1844 abends dem Jakob Lorber gegeben. Und die Fortsetzung von ist auf Seite 56. Ich lese es aber nochmal von unten, Seite 56. Ich aber sage, alle diese Schriftgelehrten werden dir einst auch sagen, Herr, Herr, wir haben ja in deinem Namen aus deinem Worte heraus geweissagt, gepredigt und gelehrt. Ich aber werde zu ihnen sagen, weichet von mir, ich habe euch noch nie erkannt. Wer euch zu Lehrern und Weisen gedungen hat, zu dem geht auch hin, damit euch euer Lohn werde. Ich kam wohl zu euch und habe bei euch an die Türe meines Eigentums geklopft. Aber niemand von euch sprach, komme herein und belebe unseren Geist, auf dass wir tätig und kräftig werden möchten nach deinem Worte. Ihr begnügtet euch mit den Schätzen eures Kopfes, aber meine Scheuern in eurem Herzen habt ihr leer gelassen und habt all mein Eigentum in euch verwirkt. Daher möget ihr nun, Herr, Herr, schreien, wie ihr wollt, so mag ich euch aber dennoch nicht erkennen, denn die meinen erkenne ich an meinem Eigentum in ihnen. Ihr aber habt kein Eigentum aus mir in euch, darum mag ich euch auch nicht erkennen. Pilatus bekannte mich auch auf diese Weise. Er heftete das Zeugnis seines Bekenntnisses über den schmählich Getöteten, während er früher den lebendigen Geißeln und ans Kreuz heften ließ. Sein Bekenntnis steht auch geschrieben, und zwar über dem Haupte des Gekreuzigten zum Zeugnisse für alle die, welche das Bekenntnis Gottes wohl in ihrem Kopfe, aber keines in ihrem Herzen tragen. Über ihrer Stirne steht es wohl geschrieben, Jesus Nazareth, Rex Judaeorum, Judaeorum. Und sie beharren auch auf dieser Inschrift, welche so viel sagt als Herr, Herr. Aber im Herzen ist keine Inschrift, welche da sagen möchte, O Herr, sei mir armem Sünder gnädig und barmherzig. Vater unser ist im Kopfe, aber lieber Vater ist nicht im Herzen. Pilatus beharrte wohl auf seiner Inschrift und wollte keine andere hinaufsetzen, denn er sprach selbst, was geschrieben ist, das ist geschrieben. Warum erwies er aber dem Lebendigen früher nicht die Ehre, wie hernach dem Toten? Der Grund liegt in dem, warum auch alle die Gelehrten lieber bei ihren Kopfbegründungen und der daraus hervorgehenden Totenverehrung verbleiben, als nur in die geringste lebendige Tat der wahren Liebe eingehen wollen. Der Grund liegt in dem, warum auch alle die Gelehrten lieber bei ihren Kopfbegründungen und der daraus hervorgehenden Totenverehrung verbleiben, als nur in die geringste lebendige Tat der wahren Liebe eingehen wollen. Denn sie sind Zwielichtler, welche glauben oder vielmehr der Meinung sind, ist an der Sache etwas, so wollen wir durch unser Bekenntnis ihr nicht in den Weg treten. Ist aber an der Sache nichts, so haben wir so oder so dadurch nichts verloren. Denn bringt man dem eine Ehre, dass da irgend sein soll, so gewinnt man, wenn es ist, und verliert nichts, wenn es nicht ist. Desgleichen dachte auch Pilatus, ist der Gekreuzigte ein höheres Wesen, so habe ich ihm meine Ehre bezeigt. Ist er es aber nicht, so bin ich auch gerechtfertigt. Denn in dem Fall dient meine Inschrift als ein amtliches Pasquill,
eine Schmähschrift, was aus dem jeder ersehen kann, aus welchem Grunde dieser hier gekreuzigt ward. Meinet ihr, dass bei mir der erste Grund gelten wird, so es mit dem zweiten seine geweisten Wege hat? Ich sage euch, da wird es vorzüglich darauf ankommen, dass diejenigen, die so zu mir Herr, Herr rufen, von mir sicher nicht angehört, erkannt und angenommen werden. Denn das Bekenntnis des Kopfes wird niemand dem ewigen Leben auch nur um ein Haar näher bringen. Denn wer zu mir will, der muss mich vorher durch die lebendige Liebe in sich aufnehmen. Und seine eigene Liebe zu mir wird es ihm sagen, dass ich bin und zu ihm komme und ihm gebe das ewige Leben. Niemand aber kann das lieben, das nicht ist. Wohl aber kann er in seinem Kopfe über alles Nichtseiende verschiedene Phantome aufstellen und also auch mich selbst darunter. Aber da bin ich nicht, und da wird mich auch nie jemand finden und wird nie zur lebendigen Überzeugung von mir und vom ewigen Leben gelangen. Denn da hänge ich tot unter der Inschrift Pilati. Nur wer da ein Täter wird sein meines Wortes, der wird an meinem Grabe, da er den Toten suchte, mit der Flamme seines Herzens den Auferstandenen und den ewig Lebendigen finden. Ich meine, das dürfte doch auch wieder klar sein. Aber darum nächstens dennoch um eine Zentralsonne weiter.